Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Alles blass und grau, bin zu lange nicht Und heute haben wir was Neues gemacht, sind am Strand so die Pavillons. Und wenn da dann einer ja, so draufsteht, wie das Dizzle, Whizzle, Nizzle, Bizzle das macht und dann in Passivmodus geht, dann wirft der andere, oder in dem Fall ich, werft die Haftbomben auf den Schirm oder auf das Pavillon besser gesagt und dann zünde ich die. Und dann macht's Putz, Junge, und weg ist er. Also es backt jetzt ein bisschen rum bei mir, aber jetzt habe ich eine andere Aufnahme, wie man es richtig sieht, wie er fliegt. Schaut's euch an, der Wahnsinn. Den Glitch auch schon gemacht mit dem Zaun, auch mit den Haftbomben und so, aber wir wären ja nicht wir, wenn wir den nicht optimieren würden. Also wir haben es dann noch mit dem Motorrad versucht und hat geklappt und dann kam der Zock immer auf die Idee, mit dem Savage das zu probieren. Danach haben wir es mit dem Savage und mit dem Panzer probiert, dann haben wir andere Gegenstände genommen. Zum Beispiel einen Einkaufswagen, mit dem haben wir es gemacht. Dann haben wir haben es einfach mit jedem Gegenstand in ganz Los Santos getrieben, das sich irgendwie bewegen lässt, und haben einfach drauf geschossen mit Panzerfäusten, Granaten. Es funktioniert einfach mit allem. Der Gegenstand muss einfach nur ja, flexibel sein. Irgendeiner muss sich im Passivmodus draufstehen, damit er nicht stirbt. Und die anderen müssen einfach so mit so viel Sprengstoff das Ding bombardieren, bis es wegfliegt. Und dann fliegt ihr auch weg. Und es ist einfach der Wahnsinn. Also richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Moin Dave, da bin ich wieder. Und den Launch-Glitch, den ich euch jetzt gerade eben gezeigt habe am Anfang vom Video, der ist jetzt ungefähr schon 3 Monate alt. Inzwischen kursieren einige neue Videos darüber, dass es nur mit der Motorhaube geht, dass man die öffnen muss, kaputt hauen muss oder sonst was, dass sie abfällt und dass man es dann macht. Das ist aber nicht ganz so richtig, weil wie ihr seht im Hintergrund funktioniert es eigentlich mit allen Objekten. Sei es ein Einkaufswagen oder ein Surfbrett, ein Zaun, irgendwelche Holzbretter, die da rumliegen. Also alles, was man umfahren kann, ja, mit dem funktioniert es eigentlich auch. Und jetzt habe ich noch eine bessere Methode herausgefunden, wie das noch leichter geht. Zwar ohne Passivmodus. Und das möchte ich eigentlich jetzt euch hier in diesem Video zeigen. Mein liebster Topmatze hat mir dabei geholfen, und zwar was ihr machen müsst, ist irgendeiner VIP-Organisation beizutreten oder halt Mitglied zu sein. Das macht ihr in dem Moment, wo ihr selber als VIP euch registriert oder als Leibwächter. Und in dem Fall registriere ich mich mal als VIP und lade mal den Topmatze in die Organisation ein. So, Leibwächter anheuern. Dauert jetzt nur kurz ein bisschen. So, da haben wir ihn. Sonst ist keiner da. Ne. Jetzt ist es noch ganz wichtig, dass ihr unter Organisation den Eigenbeschuss auf aus habt. Dass ihr euch gegenseitig ja nicht töten könnt. Dann fahrt ihr einfach so ein paar Zäune um. So wie ich das jetzt gerade mache. Oder irgendwas anderes. Irgendein Gegenstand. Das kann auch ein Surfbrett sein. Auch eine Motorhaube meinetwegen. Egal, irgendwas. Und dann stellt ihr euch da drauf. Manchmal kann es sein, dass euer Mitspieler den Gegenstand nicht sieht, auf dem ihr draufsteht. Aber das macht nichts. Dann sagt ihr einfach, ja, tut's oder tu die Haftbomben genau auf meine Füße oder zwischen meine Beine. Das ist scheißegal. Dann könnt ihr da 5 Haftbomben hinlegen. Je mehr ihr macht, desto höher fliegt ihr. Könnt ihr natürlich das auch mit dem Savage machen, dass ihr da drauf schießt oder mit der Hydra oder mit der Panzerfaust. Scheißegal was. Hauptsache, irgendwas explodiert auf dem Gegenstand, auf den ihr draufsteht. Und dann, wenn der andere sich dann in Sicherheit gibt, weil der kann dabei sterben, weil es ja seine eigenen Haftbomben sind, aber die anderen in der Organisation, die sterben nicht. Also ihr könnt auch, wenn ihr VIP seid, mit mehreren Leuten euch da draufstellen, es passiert keinem was, weil ihr habt sozusagen gegenseitig einen God-Mode. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es so ist, dann lasst einen Like da und abonnieren nicht vergessen, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Also Jungs, macht's gut. Ciao, Dave.